Jo Leute, willkommen zurück zu einem kurzen Infovideo zu Battlefield 5. Und zwar ist die offizielle Bestätigung auf Twitter erschienen, dass die Community Games in Battlefield 5 ab morgen, dem 17.11.2020 erscheinen. Das bedeutet für uns, dass wir endlich die Community Servers benutzen können, die eigenen Server erstellen kann und natürlich sehr viele spannende Matches drauf spielen können. Und das hat Battlefield 5 schon lange gefehlt und endlich ist es jetzt drin. Und das wollte ich auf jeden Fall für euch nochmal kurz raushauen, die Information, dass ihr da auf jeden Fall auf dem Laufenden seid. Leute, ich freue mich so sehr endlich, dass die Community Games draußen sind und ich hoffe, dass die auf jeden Fall unseren Wünschen entsprechen, dass wir zum Beispiel Tickets einstellen können, so hoch wie wir wollen oder natürlich Sniper-Only-Server zu erstellen, Knife-Only-Server zu erstellen. Da freue ich mich jetzt extrem drauf. Ich werde auf jeden Fall wieder mal in Battlefield 5 vorbeischauen und werde das mal ausprobieren und ich hoffe, dass das so funktioniert wie in Battlefield 3 oder mit meinem aktuellen Battlefield 4-Server. Apropos meinen aktuellen Battlefield 4-Server, mein Battlefield 4-Server heißt jetzt immer noch Rush Teamplay Server 11 vs 11. Checkt den Server auf jeden Fall ab, schaut vorbei und spielt mit. Wir haben jetzt schon 164 Favoriten, das ist extrem geil nach 3 Wochen. Seit gestern haben wir auch Capture the Flag und Bindeglied drin, das heißt, wenn du da draußen noch die Aufträge brauchst für Capture the Flag oder Bindeglied, dann schau auf jeden Fall vorbei. Final Stand läuft ebenfalls und Operation Outbreak, die alte Community Operation Map von der CTE, spielen wir ebenfalls auf meinem Server, also schau auf jeden Fall vorbei, würde mich freuen. Ja Leute, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir hier einen Daumen nach oben da lässt und ebenfalls ein Abo, wenn du neu bist auf diesem Kanal. Hier findest du neueste Informationen rund um Battlefield 6, Battlefield 5 und anderen Battlefield-Teilen. Und wenn dich das interessiert, würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn du mir ein Abo hier gibst. Das unterstützt mich sehr. Ansonsten checkt doch noch beim Outro links die Videos ab, die ihr noch nicht gesehen habt. Und ansonsten sehen wir uns. Haut rein!